Und ich denke mal, in Zukunft werden einige hier noch beitreten. Bei den Schwarzen Rittern machen wir so eine riesige Gemeinschaft, die eigentlich eher böse gesinnt ist. Allerdings werden wir nicht irgendwie Regelverstöße machen. Da macht euch mal keine Sorgen drum. Wir werden wirklich keine Regelverstöße machen. Diesmal werden wir auch nicht irgendwie Sachen verstecken, weil das gehört auch zu Regelverstößen jetzt bei World 2, soweit ich das mitbekommen habe. Sehr gut, meine Freunde, und ein herzliches Hallo zu einer weiteren Folge Minecraft Fall. Sorry fürs Übersteuern am Anfang. Hatte ein kleines Problem. Uah. Mann, was ist jetzt gerade mit meinem Mikrofonarm los? So, jetzt. Ja, meine Freunde, ich kann jetzt nicht sprinten, läuft bei mir. Ich lasse mich jetzt einfach mal killen. Rüstung ausziehen kurz, zack. Komm, bring mich um, Skelly. Ja, ignoriere mich halt einfach, ne? Ja, komm, ihr bringt mich jetzt schon um. So. Danke. Dadurch geht meine Rüstung auch nicht down. Das ist sehr schön. Jo, meine Freunde, folgendes. Heute will ich nämlich eine gewisse Sache ansprechen. Einerseits will ich euch zeigen, was ich jetzt gemacht habe. Irgendwie regnet es mega oft hier. Egal, ich will euch jetzt eigentlich nur zeigen, was ich hier gemacht habe. Einerseits habe ich nämlich hier angefangen, ein neues Gebäude zu bauen. Und sonst habe ich sogar, also ziemlich gar nichts gemacht. Das hier wird, einer der Türme, Tower of Heaven. Denn das gehört ja sozusagen zu einer gewissen Sache. Einfach halt dazu. Das werde ich aber euch gleich erklären. Denn, meine Freunde, wenn ihr wollt, noch eins noch nicht gesehen habt, macht das auf jeden Fall und zieht euch das rein. Denn folgendes. Wer wollt eins gesehen hat, weiß, dass es da eine Truppe Leute gab oder eine Gesellschaft, die sich die Schwarzen Ritter genannt haben. Und die haben einfach bei gewissen Leuten Sachen geklaut bzw. versteckt und gesagt, töte den und den und dann kriegst du das wieder zurück. Und auch bei mir wurde zum Beispiel ein Verzauberungstisch geklaut. Und da stand, ich muss Bier im Zock töten, damit ich dich den wieder kriege. Habe ich aber dann nicht gemacht, aber habe ihn dann trotzdem wieder erhalten. So, am Ende, nämlich in der allerletzten Folge, habe ich nämlich gesagt, dass ich nämlich die ganze Zeit der Schwarze Ritter war und das Ganze gemacht habe, habe aber nie einen Regelverstoß begangen, also das war alles so absichtlich und ich wollte das Ganze so ein bisschen mehr in Richtung Roleplay lenken dadurch. So, und ja, ich habe natürlich vor, weil das einfach dazu gehört und die Schwarzen Ritter halt so ein bisschen berüchtigt waren bei Dings, Vault 1, und man einfach gesagt hat, man, wer zur Hölle sind die Schwarzen Ritter? Und ich habe die ganze Zeit so getan, als ob ich mich auf die Suche nach denen mache. Habe ich gedacht, dass ich auch hier wieder die Schwarzen Ritter mache. Da aber die Leute ja schon wissen, dass ich das bin, habe ich da ein paar coolere Sachen überlegt. Und das wird auf jeden Fall mega lustig. Also zieht euch auf jeden Fall Vault 1 rein. Eine klare Empfehlung von mir an dieser Stelle schon mal. Kartoffeln habe ich auch schon recht viele. So, zack. Werfe ich mal in den Ofen, damit ich was zu futtern habe. Karotten habe ich auch noch sehr viele. Ist auch schön. Ja, auf jeden Fall folgendes. Und zwar haben wir auch schon jemanden, der wird den Schwarzen Rittern offiziell beitreten. Das heißt, er wird morgen einen Eid ablegen, dass er den Schwarzen Rittern beitritt. Dafür darf er dann auch hier wohnen. Also das hier wird sozusagen das Grundstück alles der Schwarzen Ritter. Das hier ist zum Beispiel dann mein Gebäude. Also hier wohnt Greenie, unter anderem Schwarzer Ritter. Das hier ist das Lager von Greenie, unter anderem Schwarzer Ritter. Hier Zuckerrohrfarm von Greenie, unter anderem Schwarzer Ritter. Und dann hier die normale Farm von Greenie, unter anderem Schwarzer Ritter. Die Sachen dürfen alle, welche Schwarze Ritter sind, benutzen. Und hier kommt dann so eine Art Wohnheim hin. Denn jeder der Schwarzen Ritter darf hier auf diesem Grundstück ein Gebäude, also ein gewisses Haus bauen, muss natürlich erst bei mir die Bewilligung sozusagen einholen und sagen, ja, passt dieser Platz hier und sowas. Und dann sage ich dann schon ja oder nein. Bis dahin kann er aber dann hier in diesem Wohnheim wohnen. Und ja, da habe ich auf jeden Fall eine mega coole Idee für. Ja. Und ich muss heute noch einige Sachen vorbereiten, damit ich das morgen mit der Zeremonie machen kann. Da habe ich auf jeden Fall schon einige Dinge vor. Die werde ich auf jeden Fall auch aufnehmen. Werde sie aber nicht direkt als nächstes hochladen. Da ich noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen geheim halten will, wer der nächste Anwärter der Schwarzen Ritter sein wird, beziehungsweise wer das neue Mitglied sein wird. Und ich denke mal, in Zukunft werden einige hier noch beitreten bei den Schwarzen Rittern. Machen wir so eine riesige Gemeinschaft, die eigentlich eher böse gesinnt ist.
Allerdings werden wir nicht irgendwie Regelverstöße machen. Macht euch mal keine Sorgen drum. Wir werden wirklich keine Regelverstöße machen. Diesmal werden wir auch nicht irgendwie Sachen verstecken, weil das gehört auch zu Regelverstößen jetzt bei World 2, soweit ich das mitbekommen habe. Aber wir haben noch viel, oder ich beziehungsweise habe schon einige Sachen für die schwarzen Ritter geplant, die eigentlich nicht unbedingt böse sind. Heißt, letzten Endes, wenn das rauskommt, ich denke, die meisten werden das eher lustig finden, anstatt dass sie dann irgendwie sagen, du verdammte Mizzet, was macht ihr da? Ich finde das überhaupt nicht lustig und sowas. Sondern werden das eher im Nachhinein mehr cool finden. Vor allem so als Entertainment-Faktor, glaube ich, wird es auf jeden Fall sehr lustig. Okay, ich habe hier noch ein paar so Dingsbäume angepflanzt, aber irgendwie ist das nicht so gekommen, wie ich wollte. Wie man hier sieht, den habe ich sowas von keinen Bock abzufarmen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, auf jeden Fall eine krasse Empfehlung von mir zu dieser Hinsicht. Guckt euch das auf jeden Fall an, das mit den schwarzen Rittern war auf jeden Fall mega lustig. Was ich auch schon mal sagen kann, dass ich jetzt neuerdings auch Instagram habe und auf Instagram heiße ich lpgreenchaos oder auch Greenstagram und ich finde den Namen mega cool, Greenstagram. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Könnt mir auch gerne folgen. Das Seltsame ist, ich habe jetzt seit gestern Mittag habe ich Instagram angelegt und einfach direkt schon 16 Follower. Dabei habe ich ja noch nie wirklich was in einem Video gesagt, doch einmal habe ich was kurz erwähnt. Aber ich glaube, das sind, also wenn ich so die ganzen Leute angeguckt habe, angesichts der Followerzahl, die die haben, und den Leuten, die sie alles folgen. Das sind alles Leute, die folgen einfach x-tausend Leuten in der Hoffnung, dass sie zurückgefolgt werden. Sowas finde ich aber mega scheiße. Also das ist die vollkommen falsche Einstellung, meiner Meinung nach. Aber solche Leute gibt es überall auf jeder Plattform. Das heißt jetzt Twitter oder sonst was. Ja, auf jeden Fall, ich muss jetzt hier wieder neue Sachen anpflanzen. Das wäre sehr wichtig. Und, oh, Essen. Mann, ich krieg so schnell Hunger, das ist abnormal. Also es fuckt mich gerade ein bisschen ab, muss ich ehrlich sagen. So. Ich bräuchte eine schöne Wiese, wo ich die ganzen Bäume pflanzen könnte. Zum Beispiel hier hinten. Genau, das wäre gar keine schlechte Idee. Also die ganzen Farmen dürfen von allen Leuten, von den schwarzen Rittern mitverwendet werden. Außerhalb theoretisch auch, aber es wäre nett, wenn die erst fragen. Schwarze Ritter haben hier öffentlichen Zugriff und alles drauf. Und es wird dann auch auf jeden Fall einige Sachen geben, die haben nur die schwarzen Ritter. Gewisse Leute haben mir auch schon, oder gewissen Mafien, haben mich auch schon gefragt, ob ich ihnen beitreten will. Habe natürlich aber keinen Bock, weil ich der schwarze Ritter bin schlechthin. Ich muss das natürlich auch diesen Rang vertreten. Schließlich ist das der Klassiker schlechthin von Vault. Muss das einfach durchziehen. Und vor allem macht es mir mega Spaß. Also ich finde diese Rolle auch cool. Und ja, die haben mich dann auch gefragt, ob ich ihnen beitreten will. Natürlich nicht. Ich habe da meine eigene Armee sozusagen. Und aber trotzdem habe ich da ein bisschen Cooperation mit ihnen gezogen, beziehungsweise sie mit mir. Und haben mir ihre Basen und sowas gezeigt, ihre Verstecke. Soll nicht heißen, dass ich irgendwie ihnen gegenüber liebgesinnt bin oder sowas. Nein, keineswegs. Ich bin einer der schwarzen Ritter und uns geht es eigentlich grundsätzlich ums Überleben und um den Spaß. Das heißt, ob jetzt Gegner oder nicht. Jeder ist gleich vertraut oder ist mir sozusagen gleich vertraut, beziehungsweise uns ganzen schwarzen Rittern. Ja, ich lasse die ganzen Bäume hier erstmal wachsen mit dem Knochenmehl, was ich hier bereits erfarmt habe in den letzten paar Stunden, die ich hier auf dem Server verbracht habe. Übrigens werde ich auch immer mehr angefragt von Leuten, ja, kannst du mich ins Projekt reinholen oder sowas. Leute, wie gesagt, das Projekt wird nicht von mir geleitet, sondern vom guten BM Zockt. Ich habe da keinen Einfluss drauf und dann gab es auch Anfragen, ja, zum Beispiel beim Cubed Play TV, der darf auch Zuschauer reinholen und sowas. Ja, Leute, das ist wahrscheinlich eine große Ausnahme, weil er, Dingsby und Zock macht in letzter Zeit sehr, sehr viel mit Cube Play TV. Und, ja, ich habe, wie gesagt, mit ihm schon ewig lange nicht mehr aufgenommen. Ich will das jetzt auch gar nicht fragen. Wie gesagt, mir macht das Projekt an sich sehr Spaß so. Ihr könnt ihn ja gerne sonst irgendwie fragen, ob, ich Leute reinholen darf. Aber auf jeden Fall auch jemand, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, kannst du BM Zock mal fragen, ob du selber Zuschauer reinholen darfst. Und das ist ein angeblicher Abonnent von mir, der hat mich schon seit Ewigkeiten abonniert. Allerdings habe ich den damals zum ersten Mal in den Kommentaren gesehen. Klar, er hat gesagt so, ja, er hatte zuvor kein YouTube-Account. Ich will dich jetzt auch gar nicht als Lügner oder sowas bezeichnen. Allerdings, ich glaube, du weißt selber, wie glaubwürdig so eine Story halt einfach klingt. Es klingt nicht sonderlich glaubwürdig und ich weiß auch nicht, ob ich dir das glauben kann. Das ist halt letzten Endes sowieso eine Frage. Außerdem gibt es viele andere Leute, die auch rein wollen. Und bei denen weiß ich, dass die schon ewig lang meine Videos gucken. Also die waren teils sogar schon bei Vault 1 hier am Stößen
kennen noch die Folgen von damals und das ist mega krass. Und deswegen hätten solche Leute auf jeden Fall Vorrang. Halt einfach nochmal so zur Info. Das wäre so das eine, was ich ansprechen wollte. Eistee. Hab noch so einen Schluck in der Flasche, also gar nicht mehr viel, aber ich hab Durst. Mein Trunk ist, Mund, mein Trunk ist mocken. Nee, mein Mund ist trocken, so. So, und schon ausgetrunken. Mann, ist das scheiße. Ich brauche mehr zu trinken hier. Okay. Auf jeden Fall bin ich überrascht, wie gut das Projekt bei euch ankommt. Das freut mich natürlich sehr. Auch wenn die erste Folge relativ viele Dislikes hatte. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Dislike-Bot war. 10 Dislikes hatte ich nämlich da und ich bin nämlich einmal so aufs Klo gegangen, hatte 11 Likes, 0 Dislikes. Komme zurück etwa anderthalb Minuten später oder so, hatte 11 Likes, 7 Dislikes und denke mir so, alles klar. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob es ein Dislike-Bot war. Es kann natürlich auch Zufall sein, dass sich alle gleichzeitig da ein Dislike draufgehauen haben. Allerdings, ja. Die Chance ist relativ klein, dass sowas passiert ist. Also ich glaube schon, dass da jemand gedislike-bottet hat. Sei es jetzt, weil er das Projekt nicht haben wollte, sondern nur PvP oder sonst irgendwas. Aber auf jeden Fall, ja. Übrigens werde ich mir demnächst auch schon die Webcam kaufen, die ich euch versprochen habe, werde ich kaufen, damit ich mich dann auch zeigen kann. Also ich habe ja gesagt, an Weihnachten werde ich sie kaufen, wahrscheinlich wird ihm auch so sein. Ich muss auch noch eine raussuchen, ihr könnt mir ja gerne irgendwelche Vorschläge für eine coole Facecam, die ihr zumindest cool findet, in die Kommentare schreiben. Sollte halt einfach gucken, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis möglichst gut ist. Also das wäre schon sehr wichtig. Da ich mir ja auch noch ein Grafiktablett kaufen will, wäre es auch ziemlich cool, wenn ihr da irgendwelche Vorschläge für irgendwelche Grafiktablets reinschreiben könntet. Und dass ihr bei der Facecam auch beachtet, dass ich damit auch so vom Grafiktablett aufnehmen kann. Also dass ich so einen dehnbaren Fuß habe, damit ich auch so die Sicht aufs Grafiktablett runterbiegen kann. Weil da habe ich ja auch vor, so ein bisschen Aufnahmen zu machen. Hätte ich auf jeden Fall mega Bock drum. Ah, dieser Baum fuckt mich schon wieder so ab. Warum sind die Bäume teilweise so groß? Das ist mega anstrengend. Jetzt habe ich eh sau viel Holz schon wieder. Das ist aber gut, weil ich brauche auch viel Holz. Ich brauche jeweils etwa einen Stack pro Säule. Und dann brauche ich die Böden, müssen alle noch aus Holz werden. Dann gibt es noch so Nebenräume, wo dann eben die Leute sozusagen im Wohnheim drin sind. Ich werde auch noch ein paar Leute sozusagen rekrutieren, hier in die Armee der Schwarzen Ritter hineinzukommen. Mal gucken, ob sich da der eine oder andere meldet. Also einen haben wir schon, einen Anwärter. Der darf dann auch hier wohnen sozusagen. Okay. Mann, vor allem, was mich am meisten abfuckt an diesen Bäumen, sind die ganzen Seitenzweige. Gott sei Dank habe ich die Blätter auf schön, weil dadurch sehe ich ungefähr, wo es Dings hat. Aber stellt euch jetzt vor, wenn ich auf schnell hätte, dann wären nämlich die Leaves alle schwarz rund oder innen drin, anstatt durchsichtig. Dann wäre es mega scheiße, diese zu finden. Das finde ich ein bisschen blöd natürlich. Ich glaube, das versteht sich von selber. So, da ist noch eines. Ich glaube, nun haben wir sie, wenn ich das hier noch wegnehme. War es das? Ja, das war's. Da fangen nämlich die Blätter schon an abzufallen. Dann kann ich hier nämlich das ganze Holz so runternehmen. Zap. Aber jetzt wird schon wieder Nacht. Vielleicht finde ich ja diesmal einen Zombie-Villager immerhin. Ich habe immer noch keinen Erfolg bei denen leider gehabt. Ich habe vorhin einen gefunden, wollte den einbauen, dann ist er verbrannt. Weil er ist genau da, da wo ich ihn gefunden habe, Tag wurde. Es war genau so beschissen halt am. Naja, man kann nicht immer Glück haben. So, mal kurz. Ich muss jetzt was machen mit meinem Mikrofonarm. So. Viel angenehmer. Anstatt hier die ganze Zeit so weit nach hinten zu liegen in meinem Stuhl. Ich brauche ein größeres Pult. Dann wäre das noch ganz chillig. Aber bei diesem Pult ist es mehr mühsam als chillig. So, jetzt habe ich über 2 Stacks von diesem Holz hier. Das ist natürlich mega nice. Da. Da ist der Turm, den sieht man auch schon ganz schön von weitem. Unser Tower, davon wird es übrigens noch weitere geben. Also das ist nicht der einzige, da werde ich sehr viele so hohe Türme machen. Also werden nicht alle gleich hoch, das kann ich schon mal sagen. Und der wird auch nicht einfach so eine Säule im Wind bleiben, sondern er wird schon ein bisschen Struktur erhalten. Schließlich war ich ein ehemaliger Pixel Crew oder ein ehemaliges Pixel Crew Mitglied. Da muss ich natürlich das Zeug schon irgendwie schön bauen können. Da habe ich auch schon einige Ideen, wie ich das Ganze baue. Ich weiß nicht, ob ich diese Minecraft-Animation
Dings Enderman Troll kennt. Wenn ihr die kennt, ich werde das so ungefähr in diesem Stil bauen. Sonst könnt ihr die euch ja mal kurz geben und dann wisst ihr ungefähr, was für ein Stil ich meine. Heißt einfach Ender Troll oder so. Ist von Blue Monkey. So, erstmal hier hochbauen. Hochstacken, ganz schön. Komme mir schon wieder vor, als ob ich Holzfäller in Endergames wäre. Ja gut, habe ich gesagt. So, sind auch noch relativ viele Leute online dafür, dass 23.10 Uhr ist. Gut, es ist natürlich auch Samstagabend, also von daher ist es schon irgendwie irgendwo verständlich, ne? Übrigens, ich weiß nicht, ob es euch freut, dass dieses Projekt jeden zweiten Tag kommt. Wenn ihr findet, das ist zu viel oder ihr wollt mehr PvP sehen, schreibt mir das auch in die Kommentare. Würde mich nämlich auch irgendwie interessieren. Ich ziehe jetzt mal die Rüstung aus. Ich würde es mit dieser Rüstung sogar überleben. Ich zeige es euch jetzt trotzdem mal. Aber es gibt natürlich relativ viel Damage auf die Schuhe. Ich überlebe es einfach voll easy, weil ich habe auf den Schuhen Federfall 4. Es ist mega heftig. Ich bin vorhin sogar von da oben irgendwie bis da ganz nach unten gesprungen. Also bis hier nach unten gesprungen und habe es noch überlebt. Es ist mega heftig. Also die Schuhe sind schon mega geil. Ist Federfall 4 nicht sogar das Höchste, was geht? Ich weiß gar nicht. Egal, jetzt brauche ich eigentlich noch Wolle. Ja, Wolle. Wie BM so gerne sagt. Keine Ahnung warum. Da brauche ich auch relativ viel. Zack, 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 zack. Das reicht, denke ich mal. So. Hier, das rein. Denn ich brauche jetzt auch noch roten Farbstoff, damit ich mir rote Wolle holen kann und daraus dann rote Teppiche machen kann. Das ist sehr wichtig. So. Gehen wir jetzt in die Farmwelt. Vielleicht finden wir auch hier irgendwo noch Schafe unterwegs. Aber wir sind ja nicht sonderlich weit von der Farmwelt entfernt. Ich habe übrigens wieder ein anderes Texture-Pack drin, weil ich vergessen habe, aus Facts zu wechseln. Ist jetzt aber auch egal. Diesmal habe ich das Video-PvP-Texture-Pack drin. Das hatte ich nämlich auch vorhin bei ein paar SG-Aufnahmen drin. Und deswegen habe ich es immer noch drin, weil ich es vergessen habe rauszunehmen. Danke für den schönen Boost. War sehr nett von dir, Skelett. Gut, das macht mir nicht mal Damage bei meiner Rüstung. Oh, okay, ein bisschen. Aber es schadet halt meiner Rüstung, deswegen will ich das lieber nicht so. Gut, dann gehen wir hier wieder zurück in die Farmwelt. Jau. Und vielleicht finden wir hier irgendwo Schafe. Müsste eigentlich welche haben. Vor allem, weil das so eine bergige Landschaft ist, da gibt es doch immer Schafe. Okay. Da hat jemand Steine gebraucht, denke ich mal. Der gute BM hat vorhin geschrieben, dass er 3 Stacks hat. Wobei ich glaube, allerdings Alpha Stein Girl hat auch relativ viele. Ich weiß es nicht, also wird hier alle ein bisschen im Farming-Tour. Alpha Stein Girl, Alter, ohne Witz. Immer wenn ich on bin, ist die auch on. Ich weiß nicht, ob die irgendwie einfach nur suchtet oder was weiß ich. Aragorn Returns ist aber heute gar noch nicht online gekommen, glaube ich. Das ist der, der neben mir wohnt. Ja, hier alles ausgeleuchtet. Ich brauche ja eigentlich Schafe. Mich interessiert die Höhle jetzt gerade nicht. Weil Ressourcen habe ich jetzt noch genug. Außer vielleicht ein bisschen Dias könnte ich noch brauchen. Alpha Stein Girl wollte ich mir vorhin auch noch welche geben, aber ich habe eigentlich genug Dias. Und wenn ich dann wieder will, dann gehe ich einfach ein bisschen streamen. Meine, nach einer halben Stunde habe ich wieder 20 oder so. Es geht ja eigentlich relativ schnell, Dias zu finden. Zumindest schneller, als man denken mag. Okay. One Shot. Ist halt Stärke 4, ne? Das ist voll geil. Dieser Bogen ist auch mega OP. Okay. Aber Schafe, wo seid ihr denn? Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder nichts. Ich wette, hier sind irgendwie nach 10 Villager-Zombies oder so. Das ist mega mühsam, weil hier. Ah, ich dachte schon, das ist einer. Ich schwöre dir, ich hätte ihn einfach so wütend umgebracht. Einfach, weil es hier welche hätte und in der normalen Welt nicht. Und einmal hatte ich einen, den habe ich verwandelt und dann wurde der gekillt. Das hat mich so aufgeregt. Der geladene Creeper ist weg. Shit. Von dem hätte man diese, Dings Creeper-Köpfe kriegen können. Die droppen die doch immer, ne? Also das sind die, wenn ein Blitz in ihnen einschlägt. Dann verwandeln die sich so in geladene Creeper. Wenn man die dann killt. Mal kurz. Wenn man die dann killt, kriegt man so diese Creeper-Köpfe, die man vielleicht aus dem Creative-Mode kennt. Und aus denen kann man wiederum Banner machen.
Hier ist ein Schaf. Aber das ist, hat schwarze Wolle. Ich brauche rote Wolle. Mann! Mann! Weißt du was? Ich kill dich jetzt trotz... Ich kann dich auch scheren. Vielleicht brauche ich ja die Wolle später. Wer weiß. Ich hab mir das jetzt gegeben. Eine schwarze Wolle. Ja gut. Ist auch voll viel, ne? Also dafür, dass ich es geschert habe und nicht umgebracht. Ich glaube, ich hätte es lieber getötet. Mir vielleicht mehr gebracht dann. Egal, wir sind jetzt auch schon wieder bei 20 Minuten. Die Folgen gehen so schnell durch. Das ist unglaublich. Ich bin auch so unproduktiv, weil ich einfach immer in der Gegend rumrenne, nach den Sachen suche, die ich brauche. Aber ich finde sie einfach nie. Ja. Da, Schafe, ganz viele. Eine ganze Herde. Du wirst jetzt rot, mein Freund. Gib's mir rote Wolle. Weil die brauche ich dann für dieses schöne Wohnheim. Ich habe da mega coole Ideen mit. Mal kurz, du auch. Ihr seid jetzt alles rote Schafe. Besser als schwarze Schafe, Budums. Oh, das war jetzt irgendwie auch rassistisch. Wirklich, nehmt das nicht rassistisch. Ich meine halt, weil man ja kennt, du bist das schwarze Schaf, nennt man ja auch gewisse Leute, ne? Zum Beispiel. Aber das ist nicht rassistisch gemeint. Ohne Witz, ich bin alles andere als ein Rassist oder sowas. Also, bitte, nimm mir das nicht falsch. Mal kurz, eine Sache will ich mal kurz gucken. Tatsächlich, man kann sie bleichen. Lol. Ich hätte das mal in Minecraft-Let's Play versucht und da ging das nicht, nämlich. Hätte ich nämlich dieses schwarze Schaf auch erst bleichen können. Lol, was? Guck mal, die roten Schafe sind einfach schon wieder nachgewachsen. Bei denen läuft auch dezent. Wie viel habe ich jetzt? 13 rote Wolle. Na gut. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon rauskriege. Nachher, wie viel Teppiche. Deswegen weiß ich auch nicht, wie viel ich killen muss dafür. Ich weiß auch gar noch nicht, wie viel ich überhaupt brauchen werde am Ende. Das ist halt alles so Fragen, die noch offen sind. So. Ich gucke mal. Also, soweit ich das weiß, geht das so, ne? Nee, dann ist so. Hä? Wie kann man Teppiche machen? Oder einfach nur zwei? Ja, so. Bei zwei kriegt man drei raus. 21 habe ich jetzt nur aus diesem ganzen Scheiß. Ernsthaft? Das ist ja voll wenig. Spinnaugen brauche ich eigentlich nicht. Workbench wäre schon wichtig. Ist auch wieder eines nachgewachsen. Zack, davon habe ich noch mehr als genug. So, Leute, aber ich werde auf dieser Stelle oder an dieser Stelle hier erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Hier noch kurz bleichen und dann Creeper jagen. Dann rot färben und scheren. So. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mir sehr stark über ein Däumchen nach oben freuen. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Und ciao.